ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich besiegt dieses Gesindel. Habe ich besiegt! Ich hatte gedacht, ich bekomme eine zweite Chance. Aber die habe ich nicht bekommen. Stirb. Majestät? Ja! Peach. Das war's. Die Königin der Finsternis wurde vernichtet. Ich frage mich, die Helden, die das damals gemacht haben, sie hier eingesperrt haben, den Ionenpalast gebaut haben, die Sternenjuwelen erschaffen haben, warum konnten die sie nicht vernichten? Ach so, weil es die Sternenjuwelen nicht gab. Okay. Roberta, los, Rückzug, das ist ja schrecklich. Ja. Hey, wartet auf mich! Halt die Klappe. Prinzessin Peach? Mario, komm schnell her! Prinzessin Peach ist vollkommen unversehrt. Nicht eine Schramme! Ja, und ihre Organe? Hallo, ich meine... Mario. Oh, ist es vorbei? Oder... Oder? Verzeih mir, Mario. Wegen mir kommst du immer in solche schwierigen Situationen. Aber... Nintendo... fiel einfach nichts anderes ein. Dass es so weit kommen musste. Mal wieder. Alles in Ordnung, Prinzessin Peach. Wir kennen das mittlerweile. Zumindest Mario. Er hat mir die Geschichten erzählt von damals. Super Mario Bros. Und wie das hieß. Ist alles gut. Mein Gott. Mach dir keine Gedanken. Jedenfalls, danke. Vielen, vielen Dank. In Klammern mal wieder, ne? Also da müsste noch so Klammer hin und dann mal wieder. Oh, hier bist du also, Mario. Professor Gumbart. Komisch, jetzt kam er aus diesem Gefängnis oder wo auch immer er war raus. Also wirklich, dass dieser Fieslinge sogar mich, einen alten Mann, kidnappen. Die werden in ihrem Leben nicht mehr froh. Oh. Habe ich mir solche Sorgen gemacht und bin euch gefolgt. Es sieht so aus, als hättet ihr sie alle erledigt. Das habt ihr wirklich großartig gemacht. Also um genau zu sein, hat die Schattenkönigin... Schattenkönigin? Hat die Königin der Finsternis Crucius denn gar ausgemacht, aber... Naja, ist ja... Es kann mir... Also mir ist es egal. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber mir ist das egal. Mir geht's gut. Ach, mein Gott. Die zwei Zähne, die ich noch hab, ach, wenn ich die verlieren würde, das wäre mir auch egal. Viel wichtiger ist doch, schaut mal, was ich habe. Der legendäre Schatz. Wusste ich natürlich. Das habe ich unterwegs gefunden. Ich wette, das ist der legendäre Schatz aus der Legende. Meine Theorie hat sich damit also als wahr erwiesen. Es gibt also einen Schatz. Ich dachte, der Schatz wäre der Dämon. Professor Gumbart, das ist ja einfach... Ja, ja, ich weiß, ist schon in Ordnung. Alles, also Ende gut, alles gut, ne? WC-Ente, Ende gut, alles frisch, ne? Dann können wir ja langsam von diesem finsteren Ort verschwinden. Gute Idee. Mein Make-up verläuft nämlich. Gehen wir zurück, Mario. Zu den anderen. Thank you.
So, so, du willst uns also schon verlassen? Schade. Ach, falsche Stimme. Schade. Oh, wirklich, ich hatte so viel Spaß, dich von A nach B zu schicken, weil da und da die Sternjuwele waren. Ach ja, das werde ich ein bisschen vermissen. Mit dir zusammen konnte ich meine Forschungen rascher vorantreiben. Du warst für mich wie Kokain. Bei mir ging alles ein bisschen flotter. Wir würden nie zulassen, dass Sie Mario nur für Ihre Forschungen beanspruchen. Aber ich werde Ihnen von nun an zur Seite stehen, Herr Professor. Was? Warum das denn? Ich habe kein Geld. Aber trotzdem danke, Gubrina. Mario, vergiss uns nicht, auch wenn du weit weg bist. Und ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Auch für deine künftigen Abenteuer. Super Paper Mario, Paper Mario Sticker Star, Galop Splash. Oh, Frosch im Hals. Niemals aufgeben. Das ist das Wichtigste, was ich auf dieser Reise gelernt habe. Ja, du warst ja auch wirklich von Anfang an dabei. Vielen, vielen, vielen Dank, Mario. Denk ab und zu an mich, bitte. Mario, ich danke dir. Durch dich bin ich ein wenig stärker geworden. Mehr Selbstvertrauen und ich habe eine Bumsfreundin. Wie soll ich sagen? Ich fühle mich etwas wohler in meiner Haut. Und ich bin mit meinem Vater ein ganzes Stück näher gekommen. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber... Naja. Oh, Mario. Ich habe mich entschlossen, dir zum Theater zurückzukehren. Man vermisst mich auf der Bühne. Diese Talente. Die müssen einfach, ne? Auf dieser Reise ist mir klar geworden, dass die Schauspielerei meine Berufung ist. Und das heißt, ich werde wieder im Rampenlicht stehen. Ob nun... Naja, du musst dir das Stück unbedingt ansehen, wenn es fertig ist. Ich führe natürlich Regie, ne? Ich meine, ne? Du bist natürlich auch herzlich willkommen. Und die Prinzessin auch. Yoshi, Bomba, ich weiß, eigentlich heißt du Mario. Aber für mich bist und bleibst du nun mal Bomba. Das Erste, was ich gesehen habe, warst du. Und du bist dann mein Papa. Da ich in der Arena geboren wurde, bist du für immer mein Champion. Bomba Luigi. Wir sehen uns wieder, Bomba. Ganz bestimmt. Yoshi! Oh. Mario. Ich. Du. Nein, schon gut. Peach und du, ihr seid wirklich ein hübsches Paar. Ich werde diese Reise mit dir mein Leben lang in Erinnerung behalten. Deshalb bitte vergiss auch du mich nicht, Mario. Mario, ich bin so dankbar, dass ich dir begegnet bin. Ohne dich wüsste ich immer noch nicht, was meine Scarlett da oben denkt. Wahrscheinlich wäre ich vor die Hunde gegangen, aber jetzt, das Meer hat mich wieder. Ich schätze, auch Scarlett hätte das so gewollt. Wir sehen uns eines Tages wieder, Mario. Und zwar das nächste Mal auf offener See. Es ist wohl an der Zeit, Abschied zu nehmen, Mister. Aber ich sage, nicht lebe wohl. Denn diese Stadt, sie ist doch irgendwie auch deine Stadt. Wenn du magst, komm jederzeit vorbei. Pass gut auf dich auf und bis bald. Ja, komm mir die Tränen. Das Schiff muss jeden Moment kommen. Mario! Ach ja, die Bubus! Warum kriegen die eigentlich nochmal einen extra Auftritt? Okay, es sind Bubulia und Bubuma. Ach, Bubulio und... Ach, wie hieß sie denn jetzt? Bubulia, so. Gut, dass wir dich noch erreicht haben. Nimm das hier, bitte. Es ist zwar nur ein Pilz, aber... Wir haben dir das als Reiseproviant gebracht. Du magst doch frisch gepflückte Pilze, oder? Ist aber kein Fußpilz. Das ist so nett von euch. Vielen, vielen Dank, Bumus. Nee, Bumus. Pumuckel. Ach, Bubus. Mensch, Bumus. Ich bin auch so ein Bumu.
Ich danke euch allen. Ohne euch wäre unsere Welt in Finsternis versunken. Aber euer aller friedliebenden Herzen haben die Welt gerettet. Lasst mich euch meine tief empfundene Dankbarkeit aussprechen. Wir haben nichts zu danken. Ach nee, doch, wir haben zu danken. Ich kann nicht mehr lesen, es ist schon... Ja. Wenn ihr nicht gekommen wärt, würde ich immer noch da hinten in meinem Kabuff sitzen. Und würden jetzt Crucius und die Königin der Finsternis regieren, ganz sicher. Nee, ich glaube nur die Königin. Prinzessin, das Schiff kommt. Bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen. Entschuldige, Meister. Ich muss wohl ein wenig verschlafen haben. Also kommt an Bord. Ich mache euch einen Sonderpreis für die Überfahrt. Ach, Prinzessin Peach ist hier. Gehört ein ganzes Königreich, da werden wir uns das wohl auch leisten können. Die Leinen los, wir nehmen Kurs auf das Pilzkönigreich. Kein Abschied, kein richtiger. Kein Küssen, keine Umarmungen. Was ist das hier eigentlich für eine Gang? Nein. Alle haben noch ein paar Worte gesagt. Sogar Nagarine, und das ist ein optionaler Charakter. Was für reizende Menschen. Was? Was? Menschen? Gumbrina ist ein Mensch, klar. Barbara ist ein Mensch, klar. Nagarine ist ein Mensch, super. Kopio ist ein Mensch, keiner davon war ein Mensch. Ich meine, wenn ich es mir recht überlege, naja. Natürlich ist diese Entführung in Rohlinge eine schreckliche Erinnerung. Aber in Wirklichkeit steckt diese Stadt wahrscheinlich voller Lebensfreude. Ja, und anderen Dingen. Mario, ich hatte solche Angst, als diese Kerle mich entführten. Ach so, warte mal, wer anderes war außer Bowser oder was? Aber, also Tech hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. Und ich habe die ganze Zeit über gewusst, dass du mich retten würdest. Vielen, vielen Dank, Mario. Vielleicht sollte ich von nun an doch lieber öfters auf Totsworth hören. Sieh nur, Mario, die Sonne über Rohlingen. Ist das nicht herrlich? Das stimmt, das ist schon... Das Wasser vor allem ist sehr gut gelungen. Das stimmt. So. Ach nee, ich weiß, wer das sagt. So, was für ein Abenteuer. Gut, auf jeden Fall. Dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Und nebenbei noch, die ganze Welt zu retten, Mario. Du bist einfach der Größte. Ist ja schon eine Weile vorbei, aber ich wette, du denkst immer noch oft daran. Wie es wohl den anderen Freunden geht, die dich begleitet haben. Oh, was ist denn mit deinem Smartphone los? Hast du eine E-Mail bekommen? Hallo Mario, ich bin es, Gumbrina. Wie geht es dir? Ich bin noch immer bei Professor Gumbart. So langsam geht mir der alte Knacker... Naja, die Königin der Finsternis ist zwar geschlagen, aber um die Rohlinger Legende gibt es immer noch viele ungeklärte Fragen. Was? Deshalb werden der Professor und ich unsere Forschungen noch eine Weile fortsetzen. Allerdings sind viele neue Fakten ans Licht gekommen. Unser gemeinsames Abenteuer hat sehr viel zur Altertumsforschung beigetragen.
Ich wusste es, Mario. In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Ach, weißt du eigentlich, was in der Schatzkiste war, die der Professor gefunden hatte? Es war... Das bleibt ein Geheimnis. Du erfährst es, wenn wir uns wiedersehen. Oh, jetzt zwingt sie uns mehr oder weniger zu kommen. Blütenweiler! Ich habe nochmal alle Schauplätze unseres Abenteuers besucht. Und natürlich habe ich auch alle unsere Freunde getroffen. Okay, Frage, dann ist Barbara ja in Düsterdorf. Kupio führt mit seinem Vater, Kupine und den anderen ein unbeschwertes Leben. Und er hat endlich eine Freundin. Und Mario, kannst du dir vorstellen, wovon Kupio träumt? Er möchte Bürgermeister werden von Blütenweiler. Er möchte es noch friedlicher machen. Ich finde das süß. Ich habe schon gestaunt, als er das mir erzählt hat. Aber das passt zu ihm. Ich habe mich sehr gefreut, ihn so glücklich zu sehen. Irgendwie ist er sehr erwachsen geworden. Nur gegen Kupino kommt er einfach immer noch nicht an. Hä? Bosskampf! Airona hat ihr großes Comeback geschafft. Sie sah prächtig aus. Das Stück, in dem sie gerade spielt, basiert auf unserem Abenteuer. Es heißt Paper Mario und ist unheimlich spannend. Und stell dir nur vor, dieser Rumpel steht mit ihr auf der Bühne. Ach so, seine Fähigkeiten, ja. Seine Verwandlungskünste sind wohl sehr nützlich. Trotzdem komisch, oder? Ja, ja. Ich muss echt sagen, die... Ja. Sternchen Yoshi, ne, ist Kämpfer in der Falkenheimer Arena geworden. Er behauptet, er würde bald gegen den Champion antreten. Und stell dir vor, sein Kämpfername ist Bomba Luigi Junior. Ich konnte mich fast nicht halten vor Lachen. Ist schon süß, der Kleine, was? Stell dir vor, was er neulich gesagt hat. Bomba würde ich jetzt mit Leichtigkeit schlagen. Wirklich, er nimmt den Mund immer noch ziemlich voll. Das hat er von seinem Papa. Barbara ist zu ihren Schwestern... ...san zurückgekehrt. Die Königin der Finsternis ist geschlagen. Da ist Brunhilda wohl auch seriös geworden. Außerdem hat mir Brunhilda versprochen, Barbara nie wieder zu ärgern. Oh, das ist schon... Ich denke, dass die drei Schwestern sich von nun an gut vertragen werden. Wie gesagt, Roberta war nie die Böse. Nie. Sie, war nur eine Mitläuferin. Und Mario, du solltest Barbara von Zeit zu Zeit besuchen. Warum? Ich will nicht ins Düsterdorf. Ich möchte es wirklich nicht. Bartom fährt jeden Tag mit Cortez Schiffs aufs Meer. Seine Zweifel scheint er hinter sich gelassen zu haben. Fehler, die Fahrt dauert 3 Nächte. Oder 2. Wie geht das dann jeden Tag? Ne, ist leider oder ein Übersetzungsfehler. Kann ich leider nicht genau sagen. Neulich habe ich ihn zufällig auf der Ala Corsaria getroffen. Er war so voller Energie, dass er fast zu explodieren schien. Wow, soll ich jetzt lachen? Bestimmt wäre auch Scarlett froh, ihn so glücklich zu sehen. Und ehe ich es vergessen habe, den Bewohnern der Isla Corsaria geht es hervorragend. Nagarine? Nagarine betreibt noch immer ihren Ordenshop in Rohlingen. Gelegentlich kommt sie uns besuchen. Aber nach wie vor ist ihr Laden oft geschlossen. Oh, warte. Weil sie irgendwo nach Orden sucht. Gerade neulich hat sie wohl wieder einen ganz seltenen gefunden. Typisch Nagarine, immer unterwegs, auf der Suche nach Beute.
wie gesagt, die Frau darf man nicht unterschätzen. Ach ja. Es geht das Gerücht, Crucius und Crucidus wären noch am Leben. Warum? 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 Ach, wenn das wahr ist, sind sie ganz schön zerbrocken. Nein, sie akzeptieren ihren Tod nicht. So sieht's aus. Aber ich hoffe, auch sie haben ihre Lektion gelernt und stellen nichts Böses mehr an. Und in Großfrostheim? Da ist niemand. Ah! Wenn wir gerade von den Überlebenden sprechen, er ist auch noch da. Er ist ganz wild darauf, dich zu treffen und natürlich die Prinzessin. Aber wie? Er wurde doch komplett abgeschaltet. Und Erinnerungen wurden doch auch gelöscht. Und was mich betrifft, manche Erfahrungen waren zwar ein wenig schmerzlich, aber ich bin doch froh, dass ich an deinem großen Abenteuer teilnehmen durfte. Allerdings gibt es etwas, das ich dir nie sagen konnte, und zwar... Nein, 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 das bleibt mein Geheimnis. Ich glaube, sie liebt ihn. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Richte Prinzessin Peach meine Grüße aus. Danke. Bis bald. Deine Gombrina. Es scheint ihnen also allen gut zu gehen. Ja, ne? Genauso geil wie das L auf meiner Mütze. Oh, bekommen wir Besuch? Steuern nicht gezahlt! Ach nee, Totswurf. Peach! Mario, Luigi! Mario, entschuldige, dass wir hier einfach so reinplatzen, aber... Naja, neulich haben wir die... Oh nein. Die Lagerräume im Schloss aufgeräumt und du wirst kaum glauben, was wir da gefunden haben. Stell dir nur vor, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Um Gottes Willen, nein, bitte nicht. Diesmal ist es ganz bestimmt ein richtiger Schatz. Also Mario, gehen wir auf Schatzsuche. Das Schiff wartet schon. Und damit wären wir bei den Stuff Credits. Ja, ich gebe mein Fazit vom Spiel ab. Oh, ich habe mich so drauf gefreut. Also, Paper Mario 2, die Legende vom Ionentor, ist mein absolutes Lieblings-Paper Mario-Spiel. Ich werde noch alle anderen Paper Marios Let's Playen. Dazu gehört, na, ob Paper Mario 1 dazu gehört, weiß ich nicht. Ich habe an sich nichts gegen das Spiel, aber... Ah, die Grafik ist nicht so ganz mein Ding. Und da kenne ich das Spiel auch schon und ich finde es ist nichts so Besonderes. Leider, leider Gottes. Aber ich werde auf jeden Fall noch Super Paper Mario Let's Playen. Ich werde Paper Mario Sticker Star Let's Playen. Ich werde Paper Mario Color Splash Let's Playen und ja, neue Teile wie, ja, so neue Teile, die dann noch erscheinen werden, wie, kann ich ja jetzt nicht sagen, ne? Werde ich auch alle Let's Playen. Die werden dann alle auf der Nintendo Switch erscheinen, ist klar. Ja, ich besitze momentan noch keine Switch, aber wir sind ja auch erst bei Paper Mario, ne? 2. Es sind noch 2 Teile, die ich so spielen könnte. Sticker Star ist für den 3DS und ja. Aber das mit dem 3DS wird auch nicht mehr so lange dauern. Hoffe ich. Ja, mein Fazit.
Ich liebe Paper Mario 2. Es ist ein so wunderbares und schönes Spiel. Es gibt eigentlich nichts an dem Spiel, was ich bemängeln könnte. Ja, jetzt sagt ihr, was mit dem vierten Kapitel? Das magst du doch nicht. Ich mag es nicht. Nein, ich mag es nicht. Nicht, weil es, ich finde, das mit dem Grusel anhauchen ist das, das ist in Ordnung. Das kann man einmal machen, dann ist das aber auch in Ordnung. Ich finde Rumpel, den Charakter, eigentlich auch voll in Ordnung. Seine Fähigkeit, sich da mit Mario zu klonen, damit rechnet man nicht. Und das finde ich schon sehr innovativ und cool. Da wird er gezeigt. Sein Aussehen habe ich jetzt auch nichts zu bemängeln. Und an sich, Barbara, die man in dem Kapitel bekommt als Partnerin, finde ich auch, ist eine super Partnerin. Also an sich habe ich nichts gegen das Kapitel zu sagen. Ich glaube, das Einzige, was mich wirklich stört, ist das Hin- und Hergerinne. Das ist wirklich das Einzige, was ich zu bemängeln habe. Ich weiß, das kommt im vorletzten Kapitel auch nochmal vor, im siebten Kapitel mit Groß Frostheim, mit General Bob Aber, das ist eigentlich genau dasselbe. Ich meine, wie oft muss man zu Spukabtei, dann wieder zum Düsterdorf und dann wieder dahin und dann zum Brunnen und dann doch in die Abtei und dann dies und dann das. Das ist das Einzige, was ich bemängel. Das Einzige wirklich, was ich bemängel. Alle anderen Kapitel finde ich ansonsten super. Das sechste Kapitel, weil es hier gerade gezeigt wird, ist nichts Besonderes, leider Gottes. Ich meine, was passiert schon in dem Kapitel? Man fährt mit dem Zug, man hat diese paar Aufgaben im Zug selber mit dem Mordfall, mit der Suppe und so. Das ist schon in Ordnung. Das finde ich cool. Dann da mit dem Tulpenbach, sie wollten das Kapitel nicht so kurz machen. Das ist völlig in Ordnung. Tulpenbach finde ich cool. Das hat was. Und ja, Bad Glimmerich, da ist ja eigentlich auch nichts anderes mehr, außer, ja, was ist da sonst noch, außer der Tempel und somit dann das Sternjuwel, ne? Mehr ist ja dann auch nicht. Das letzte Kapitel mit dem Mond finde ich cool. Ja, und ansonsten habe ich nichts auszusetzen. Ich finde, dieses Spiel ist ein großartiges Spiel. Es ist so wunderbar. Die Musik, weil es da gerade auch wieder steht, die Musik ist ein Traum in dem Spiel. Ich liebe die Musik in diesem Spiel. Es ist... Ja, ich möchte bitte speichern. Es ist so wunderbar. Die Musik, die Charaktere. Ich finde alles so super. Ich habe nichts auszusetzen. Ja, Titelscreen. Ich möchte einfach noch ganz gerne... Ja, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Im Großen und Ganzen. Wir haben jetzt hier... Ja, die 100% haben wir noch nicht. Boah, Alter, ich hab schon... Boah, Spielzeit. Boah, Alter. Das ist krass. Aber, jetzt kommt's. Also wie gesagt, ich habe nichts an dem Spiel auszusetzen. Es ist nicht an irgendwelchen Stellen so richtig unnötig schwer. Klar, der Kampf gegen Crucius... der war hart. Der hat es echt in sich. Wenn ich es mir recht überlege, war der sogar schwieriger als Lobert, weil der konnte sich nicht schützen. Aber wir haben ihn trotzdem sehr gut gemeistert. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Ich weiß, ne? Selbstlob, ne? Aber da bin ich wirklich ein bisschen stolz auf mich. So, die Folge ging jetzt hier, also meine Aufnahme eigentlich ging eine Stunde. Ich werde das aber splitten in... Ja, drei Folgen, leider Gottes. Ich muss gucken, wie ich das schneide. Vielleicht auch in zwei. Ich muss gucken, wie ich das schneide. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Noch nicht fürs Let's Play zuschauen, denn es geht noch weiter. Ganz, ganz wichtig, Leute. Es geht noch weiter. Es kommen jetzt nämlich noch die Duellkerker, die Jobagentur
Und dann, was mir noch so einfällt. Ich weiß aber allerdings nicht, was das sonst sein sollte. Alle Rezepte bei Rackety, ganz ehrlich, das ist nur dummes Rumkochen und nein. Also oder alle Orden sammeln oder so ein Kappes, nein. Also das werde ich nicht tun. Glaube ich nicht. Ich meine, das gehört auch, glaube ich, gar nicht zu den 100%. Beziehungsweise in dem Spiel gibt es keine 100%, denn es wird nirgendwo angezeigt, wie viel Prozent man hat. Oder ja, gut, wenn man ins Menü geht und es ist wirklich alles ausgefüllt, dann hast du die 100%. Aber dann sagen wir, dann haben wir halt nur 90% oder so. Damit kann ich absolut leben. Ich meine, Rezepte suchen und kochen und nee, nicht Rezepte suchen. Ja doch, im Internet, ha? Aber Zutaten zusammensammeln und kochen, ganz ehrlich, das ist so langweilig. Oder Orden. Ich meine, wir haben eigentlich alle Orden. Nur die vom Sternensplitter-Typen zum Beispiel nicht. Aber, weißt du, es ist egal. Ich hole in der nächsten Folge auf jeden Fall noch den letzten Sternensplitter vom Mond. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Ich hoffe, das Finale hat euch gefallen. So, aber wenn ihr jetzt noch einen Bosskampf sehen wollt, der es richtig in sich hat, so richtig in sich hat, dann bleibt ihr dran und guckt die nächsten Folgen auch. Ja, Spoiler. Es ist eigentlich ein kleiner Spoiler, aber ich wollte euch nur heiß machen. Denn der Kampf, der wird hart. Es ist noch nicht vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2. Bis dann. Ciao.